Oh. Ein Mensch. Zwei Menschen. Oh oh. Wer seid ihr? Banditenrekrut. Oh. Ich wollte gerade sagen, er trifft uns nicht. Oh, wir haben eine ganz coole Reichweite. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Achso, okay, wir wurden vergiftet. Ich wollte gerade sagen, du bist doch gar nicht hier am Sterben, Renja. Was ist denn los? Oh, ja, nett. Die Erfahrungspunkte, die wir da bekommen. Aber leider hinterlassen sie nichts. Hm, schade. Ja, Banditenrekruten. Wir haben natürlich dem einen Banditen geholfen, aber das hindert die anderen Banditen jetzt hier im Tal nicht daran, uns anzugreifen. Hm. Das hier ist eine sehr interessante Brücke, ich muss schon sagen. Ja, da geht es dann zu der anderen Ruine. Okay. Das können wir uns auch vormerken mal. Hier haben wir eine weitere Eisenerzader. Ich frage mich gerade, kommen wir da irgendwie hoch? Ja, ja, kommen wir vielleicht mit viel Mühe, aber da scheint auch nichts weiter Interessantes oben zu sein. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Unten ist noch ein Fettfarn. Nehmen wir natürlich auch mit. Und wir sind davon nicht überladen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Fluss durch diese Kanten dann doch ein bisschen sehr unnatürlich aussieht. Tschüss. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Oh. Oh, gleich mal drei. Ich wurde vergiftet. Ja, ja, Renja. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Oh, ich wurde vergiftet. Ja, sie haben ähnliche Sachen drauf wie wir. Okay. Direkt aus der Hölle. Und wieder nichts dabei. Schade. Selbst die Waffe verschwindet. Hm. Hm. Nein, das ist wirklich nichts Interessantes. Ja, also hier scheint der weitere Weg mit Banditen gepflastert zu sein, die schon... Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir extrem zu kämpfen haben, aber die sind schon nochmal eine andere Nummer als die Goblins von gerade eben. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit vom Turm entfernen, deswegen merken wir uns das einfach mal vor und gucken uns mal hier noch weiter um. Es sieht hier schon wieder so aus, als würde hier irgendeine Pflanze sein im Schatten. Schön, wie das Sonnenlicht hier so drauf fällt. Hm. Was gibt es denn auf dieser Uferseite noch? Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich rutschen wir dann einfach nur ins Wasser. Hm, eine kleine Schlucht. Oh nein! Oh, oh. Eine kleine Banditenfalle. Ich glaube zumindest, dass es Banditen sind. Ja, Steigerungsbuch. Wahrscheinlich füllt auch das Bier, wenn dann nur unser Mana auf. So.
Tiere vergiftet. Ja, ja. Und wir vergiften fleißig zurück. Ja, sowas in der Art kennen wir schon von den Attentätern. Oh, Banditenkrieger, Stufe 9. Okay. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, kommt sofort rein, ja. Und direkt unseren Freund. Aus der Hölle. Holen wir mal wieder. Und wir sind um eine Stufe gestiegen. Sehr schön. Ich muss ein Heilmittel finden. Nein, dieses musst du nicht. Gift bringt mich um. Alles gut, alles gut. Ich muss alles ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Ja, ja. Und war es jetzt so schlimm, liebe Rinja? Nein, du bist immer noch am Leben. Also ich glaube, wir wurden nochmal geheilt, als wir um die Stufe aufgestiegen sind. Ohne wäre es sicherlich nochmal ein bisschen knapper geworden. Ich probiere mal, was das Bier macht. Nichts, ja, weil unser Mana auch schon wieder voll ist. Na gut. Ach ja, da hinten geht es ja noch weiter. Okay. Also das ist dieser Pfad. Es wimmelt hier von Banditen. Dann gehen wir mal wieder noch zurück zu der anderen alten Steinbrücke. Da kommen wir ja auch noch mal rüber, über den Fluss. Guck mal, was wir es da... ob wir es da auch mit Banditen zu tun bekommen. Ich sehe ständig Pflanzen überall. Wahrscheinlich im entscheidenden Moment übersehe ich sie dann wieder. Ich kenne mich doch. Ach so, und was hat es jetzt mit diesem Pergament auf sich? Schriftrolle. Ach, ich bin so neugierig. Aber ich habe auch ein bisschen Respekt. Weil, also ich meine, wenn man so irgendwie random irgendwo so Schriftrollen findet und die dann vielleicht liest, dann ist das vielleicht irgendein Zauber und dann passiert irgendwas. Ich weiß nicht. Können auch mal hier so ein bisschen noch gucken. Ach so, nee, hier haben wir, glaube ich, schon geguckt. Ja, das ist auch das Tor zum Turm, so wie es aussieht. Und da gibt es noch weitere Etagen und es geht schraubenförmig nach oben. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich möchte jetzt noch nicht zu weit hier an diese Kante gehen. Ein bisschen können wir ja schon mal gehen. Dann sehen wir nämlich auch neue, interessante Gegner hier. Knochenkrieger, Stufe 8. Geben auch immer noch 190 Punkte, nicht schlecht. Ja, wenn wir jetzt nämlich zu weit hier in diese Richtung gehen... Dann fängt nämlich auch schon wieder neue Musik an. Das möchte ich jetzt gerade vermeiden. Ja, hier haben wir nochmal einen sehr, sehr schönen Blick auf den Rest des Tals. Also dort hinten ist die Steinbrücke. Dann sehen wir hier ganz viele andere tolle Gegner. Und dann sehen wir hier eine riesige Brücke, die zum Turm führt. Denn dort scheint es nicht... Obwohl, vielleicht gibt es auch dort... zum Turm, aber da sehen wir schon, da ist ein Gitter davor. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt da mal bis zur Kante und gucken das an und genießen dann die epische Musik, wenn es soweit ist. Oh. Ich kann nicht. Hoffentlich ist daher kein Heiler dabei. Ich werde aber auch hier sauber immer wieder getroffen. Es sind nur Knochenmagier.
Ja, was für eine tolle Aussicht. Gleich mehrere Flüsse ergießen sich hier in diesen See rund um den Turm. Hm. Ja, und schon sind wir eigentlich da. Ja, doch, es gibt hier einen Weg. Dieses Plateau. Und ich dachte, jetzt kommt hier die Musik. Hm, na gut. Aber wie gesagt, wir sehen, es ist zu. Ich glaube, wir könnten da sogar rüberspringen. Die Tür geht nicht auf. Ja, da warten weitere untote Krieger auf uns und nicht zu knapp. Und es wird auch gleich alles mal ein bisschen düsterer, sobald wir hier in den Schatten des Turms treten. Ja, es ist ein weiter Weg nach oben von hier aus. Aber wir versuchen natürlich unseren Weg dann über diese Brücke zu finden. Wenn es dann soweit ist, wenn wir uns entscheiden, den Turm aufzusuchen. Ja, alles nur Männchen. Das habe ich, glaube ich, schon mal angemerkt. Hm. Ja, wir speichern hier mal. Ja. Guten Tag, Drachentöter. Willi ist mein Name und verkauft mein Geschäft. Das klingt ja ganz fantastisch. Ihr habt mich schon fast überzeugt. Ja, okay. Und was verkauft ihr? Ich biete Häuser an. Immobilien. Ja, also ich glaube, wir haben von ihm auch schon mal irgendwo eine Anzeige gelesen. Nämlich auf einem Grabstein. Himmlische Aussicht im besten Teil des Dorfes oder so ähnlich. Ja. Okay. Ich bin Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Trümmertal und wüsste schon das ein oder andere Objekt, das perfekt zu euch passen würde. Aha. Also wir sind schon mal sehr positiv zumindest jetzt überrascht, denn also er ist ja jetzt der erste normale Mensch, sage ich jetzt mal, der weiterhin mit uns reden möchte. Das heißt, entweder ahnt er nichts davon, dass wir Drachenritter sind, oder es ist ihm auch einfach egal. Na gut, okay, das ein oder andere Objekt, das perfekt zu uns passen würde. Zuerst hätten wir da Folos Haus im Dorf. Er muss es wegen Spielschulden verkaufen. Oh, das wussten wir noch gar nicht. Oder aber ihr kauft ein Stück Land und lasst darauf ein Haus nach euren Wünschen bauen. Wofür entscheidet ihr euch? Ist schon irgendwie, wäre schon komisch, in Folos Haus zu wohnen, irgendwie. Hm, wir machen mal Gedankenlesen. Vielleicht erfahren wir ja irgendwie den Trick, mit dem er uns übers Ohr hauen möchte, denn nach nichts anderem sieht es aus. Bald bin ich noch reicher. Allerdings sollte ich mein Versteck bei den Goblins in der Nähe der Minen auflösen. Aha, okay. Ja, leider allerdings nichts über seine Geschäftsideen. Ist ein neues Haus nicht zu teuer? Okay, jetzt haben wir hier die Wahl, klingt gut einverstanden, 500. Ja, 500 ist eigentlich nicht wirklich viel. Oder ich fürchte, ich habe gerade nicht so viel Geld. 500, also nimmt er dann das Geld trotzdem? Vielleicht später. Ja, also ich kann euch schon mal so viel verraten, er wird jetzt gleich verschwinden, denke ich mal, egal was wir tun. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn treffen. Aber ich gebe zu,
Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe das, glaube ich, ich habe ihn damals, glaube ich, immer wieder abgewimmelt. Und ich weiß nicht, ob, also was passiert, wenn man halt wirklich sich entscheidet, irgendwas zu kaufen. Also bin ich jetzt fast schon neugierig. 500 ist nicht so viel Geld, aber es klingt sehr nach Abzocke. Also wenn er dann mit dem Geld, mit der Anzahlung einfach wieder verschwindet und dann kommt er das nächste Mal bestimmt und sagt, ja, aufgrund von irgendwas hat sich der Bau verteuert und wir brauchen jetzt nochmal so viel Geld und ja, und am Ende wird es irgendwie so ein Berliner Flughafen oder so, wer weiß. Ich weiß nicht, aber falls es sich doch dann ergibt, dass wir ein eigenes Haus haben, das wäre natürlich schon ziemlich cool. Aber für 500, ich meine, dafür kriegen wir wirklich nicht viel mehr als irgendwie nur ein Grab auf einem Hügel. Also beziehungsweise 1000 insgesamt, das ist ja nix. Naja, wir werden dann am Ende wenigstens um Erfahrung vielleicht reicher, wenn wir das machen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich kümmere mich um den Papierkram und werde euch alsbald die Besitzurkunde überreichen. Es war mir eine Freude. Ja. Es war bestimmt Gold verloren. 500. Es war bestimmt keine kluge Investition. Aber ich bin einfach neugierig. Ich möchte wissen, was passiert.